Günther, wir folgen dir, das weißt du doch. Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Plenarsitzung, dritte Plenarsitzung in dieser Woche. Es ist nicht zu erwarten, dass es die letzte ist in dieser Woche, aber wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Und die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Es ist eingegangen, verteilt, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, K&S Wirtschaftsstandort, das ist Drucksache 204254. Dringlichkeit wird bejaht. Ja, dann wird das Punkt 87 und kann mit 16 der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs betreffend Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags aufgerufen werden. Okay, dann ist eingegangen dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD Respekt und Anerkennung für die Polizei 204255. Dringlichkeit wird auch bejaht. Punkt 88, das wird Top 73. Dann haben wir Fraktion der SPD, hat mitgeteilt, dass Top 43, Antrag der SPD betreffend Tierschutzbeirat, zur abschließenden Beratung in den ULA überwiesen wird. Ebenso Top 45, Antrag der SPD, weitere Konzentration in der Schlachtindustrie verhindern. Und Top 49, zur abschließenden Beratung auch in den ULA. Hier steht ULA, aber wenn du meinst, machen wir. Ja, ist schon klar. Ich kann ja nichts dafür. Also, dann machen wir das in den INA, wenn es gewünscht wird. Gut, dann hat der Hauptausschuss in der Sitzung gestern Abend eine Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, betreffend ein Gesetz über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen, Drucksache 204217 zu Drucksache 209394 abgegeben. Schlussempfehlung wurde gestern Abend verschickt. Dritte Lesung erfolgt am Freitag. Der Gesetzentwurf wird dann am Ende der Plenarsitzung in der Fassung der Beschlussempfehlung abgestimmt. Gut. Innenausschuss hat in der Sitzung gestern Abend Beschlussempfehlung abgegeben, die ebenfalls noch gestern versandt wurde. Beschlussempfehlung betrifft den dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes, Drucksache 204239. Der Gesetzentwurf, der als Top 80 auf der Tagesordnung aufgeführt ist, wird morgen in die Tagesordnung eingereiht, kann am Ende der Plenarsitzung der Fassung der Beschlussfassung abgestimmt werden. Bei Aufruf Top 9, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs zur Abmilderung der Folgen der Pandemie im Bereich der hessischen berufsständischen Selbstverwaltungsorganisation, gibt es eine Anmerkung. Es ist vorgesehen, die erste Lesung ohne Aussprache durchzuführen und unmittelbar in die zweite Lesung einzutreten. Da es hier eine Abstimmung bedarf, schlage ich vor, Top 9 dann kurz aufzurufen und die Abstimmung einschließlich den Eintritt in die zweite Lesung heute Abend bei den Abstimmungen vorzunehmen. Können wir so verwahren? Jawohl. Dann wird lediglich der Top 9 aufgerufen. So, dann Ablauf der Sitzung. Nach dem vorliegenden Ablaufplan endet die Plenarsitzung morgen früh um 0.20 Uhr. Ich habe die herzliche Bitte an die Geschäftsführer, macht euch mal ein bisschen Gedanken. Das ist nicht so gut, da nachts um die Zeit, die Leute werden all wackelig da. Deshalb, ja, ich will das hier an der Stelle mal sagen. Im Bundestag machen wir uns Gedanken darüber, wenn die Leute am Rednerpult Schwächeanfälle bekommen. Und wir machen dann in der Corona-Zeit so Geschichten. Das ist nur eine persönliche Meinung von mir, die ist mit keinem abgestimmt. Diese Meinung ist mit keinem abgestimmt. Ich gebe es einfach nur weiter. Ich stimme auch nie was mit einem ab. Ich sage sowieso, was ich will. Also nehmt es mal mit. Ich nehme ja nicht an, dass 0.20 Uhr wird. Jetzt habe ich dafür gesorgt, dass die beiden parlamentarischen Geschäftsführer von CDU und SPD, die sich in herzlicher Zuneigung verbunden sind, das miteinander austauschen. Gut, also ich glaube, der Appell ist angekommen. Auch beim Kollegen Frömmrich ist er angekommen. Meine Damen und Herren, warum sind Sie dann so nervös, wenn ein freundschaftlicher Vorschlag hier mal in vorweihnachtlicher Zeit an alle gerichtet wird? Also seht mal zu, dass er einig wird, das sind keine Zeiten. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen. Meine Damen und Herren, im Parlament wird doch nicht gelogen, es wird nur die Unwahrheit gesagt. Also bitte, parlamentarisch. Nach der einstündigen Mittagspause geht es weiter mit der Wahl des hessischen Datenschutzbeauftragten.
Und ich weise darauf hin, auf die Schnelltestungen, die heute dass die Schnelltestungen heute Abend ab 17.30 Uhr im Foyer, da werden wir noch da sein, vor dem Medienraum durchgeführt werden. Es fehlen heute entschuldigt die Abgeordneten Kaya Kinkel, Björn Kaffenberger, Karin Hartmann, Heinz Lotz, Karl-Hermann Boldorf, Sabine Waschke, Lena Arnold und Staatsministerin Lucia Puttrich. Staatsministerin Prof. Sinemus von 10.15 Uhr bis 12 Uhr und Staatsminister Axel Wintermeyer von 15 Uhr bis 17 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen aus den Fraktionen? Holger, bitte. Herr Präsident, ich muss den Kollegen Feilmann wegen einer Erkrankung entschuldigen. Gut, dann halten wir das im Protokoll fest. Der Kollege Feilmann ist entschuldigt. So, das wären die amtlichen Mitteilungen. Zum Fußball ist nicht viel zu sagen. Es tut sich ja nicht viel. Jetzt komme ich gleich. Aber der Wolfgang Decker ist ja noch gar nicht da. Ja, ich wollte ihm, aber ich werde ihm noch im Rahmen dieser Sitzung irgendwann oder auch privat eine Flasche überreichen, eine gute. Denn er ist der erste Teamchef, den ich kenne in der Landtagsmannschaft, der ungeschlagen ein ganzes Jahr die Landtagsmannschaft geführt hat. Also das gab es seit den 80er Jahren nicht mehr. Ich habe in den 80er Jahren selbst mitgespielt, damals noch mit so Veteranen, Seppel Fischer, Franz Josef Jung. Das gab es seit über 30 Jahren nicht mehr. Und man muss sagen, der Wolfgang Decker ist nicht nur ein souveräner Haushaltsausschussvorsitzender, sondern auch ein toller Teamchef. Und das mögen sich alle früheren Teamchefs mal merken und ins Stammbuch schreiben. So. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Die Eintracht spielt weiter. Unentschieden, naja, immerhin hat sie nicht verloren, das ist dann auch ganz gut. Und gestern Abend, das will ich auch mal sagen, weil wir ja doch auch ein paar auch so Fußballveteranen bei uns haben, wie den Innenminister, Kollege Serke und andere, Borussia Mönchengladbach, es war ein schwerer Abend, aber im Schluss mit der Unterstützung irgendwie, was war das, Lok Moskau oder was weiß ich was, die haben dann nicht verloren und gewonnen. Also Gladbach ist weitergekommen und wenn wir schon dabei sind, will ich am Schluss nur noch sagen, das gehört sicherlich auch in die letzte Sitzung, unsere Bayern haben natürlich gestern Abend wieder gewonnen, das wollen wir auch festhalten. Ja, ich merke mir immer, wer da klatscht. Es ist noch nicht die Mehrheit, aber wir werden das noch bekommen. Wir sind neutral hier, das bleiben wir auch fußballerisch. Und damit könnten wir dann mit den Bayern auch die amtlichen Mitteilungen beenden. Und ich würde dann aufrufen, erstmal jetzt die Punkte, soll ich die nochmal aufrufen? Die haben wir doch schon zur abschließenden Beratung. 43 war der Antrag SPD-Tierschutzbeirat, das haben wir, abschließende Beratung, jawohl. Dann 45, ULA abschließende Beratung und 49 an den Innenausschuss abschließende Beratung. Okay, das ist so.